Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut, die Ossiacher Tal von Blackpad Modding, 112, 113 MB im Download. Jo, wir befinden uns in Österreich, es ist angelehnt an die Heimat des Mappers, es ist, ja, steht drin, seine erste Karte. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das dann irgendwie zu bewerten, ne? Muss man ihm jetzt Welpenschutz geben oder doch einfach sagen, wie es ist, ne? Ich gehe mit Letzterem, weil nützt ja nichts. Er möchte ja auch, dass hier gespielt wird. Ja? Jo, da stehen wir im Ossiacher Tal. Ja, wir gucken direkt mal von oben ein bisschen. Es ist hügelig bis bergig, also hier braucht ihr schon mal ein paar PS mehr. Wenn wir uns das mal so angucken. Ihr habt hier einen Hof im Tannengrün. Leimbinderhallen, ihr müsst euch 4 Mods runterladen. Eben diese Leimbinderhallen, die Fischfarm, Deutsche Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr hieß sie, glaube ich, ne? Animal Placeables, TMR Mixing Station und Multifruchtsilo von Oma Tanner. Das ist Standard. Erlengrad das Haus. Ihr seht hier auch, es ist alles verbaut. Pferdestall, ein bisschen orientieren. Hier haben wir noch das Heulager. Hier haben wir Goldcrest Valley Schweinestall. Die Leimbinale. Hier haben wir Bjornholm Kuhnweide, das ist alles in diesem Animal Placeables drin. Und irgendwo hatte ich auch Hühner gesehen. Ich finde sie jetzt nur im Wald nicht wieder. Da sind sie doch. Also alle Tiere am Platz. Was haben wir hier? Die TMR-Bestation. Gebäudeauswahl etwas wild. Hier ist das Oma Tanner Holzsilo. Fahrsilos unten. Alles mit Zäunen eingefasst. Landscape-Wege, es ist brauchbar. Übergang zur Straße erfolgt hier. Noch ein bisschen Verkehr verbaut. Hier hat er sich auch mit Deko und dem Einfassen ein bisschen Mühe gegeben. Guckt man auf die andere Seite. Fragt man sich, warum denn dann hier nicht? Ja, hier. Und hier. Ja, weiß man nicht. Verkehr ist verbaut, wie ihr seht. Straßen sind solide verlegt. Ja, noch mit Übergang. Ja, oder Straßen sind okay. Ja, die Stadt. Der Ort. Ja, einfach gehalten. Sagen wir es einfach so, einfach gehalten. Und das ist die Karte dazu. Es ist eine große Karte, also Standardgröße. Es wirkt nicht so, aber hier sind die Felder tatsächlich, ne, 12 Hektar. Was war das hier oben? 8. Das ist Nummer 8, 7 irgendwas. Und selbst die kleinen hier sind quasi alle so um 1 Hektar groß. Ne? Mehr oder weniger. Also es wirkt irgendwie kleiner, als es eigentlich ist. Ja, hier ist der Hof und alles drumherum. Da haben wir noch eine Kuhweide und eine Schafweide, die außerhalb stehen. Ja, ein bisschen auf dem Hügel. Die Kuhweide müsste dann ja hier, warte mal, wenn ich orientiere, wenn ich richtig orientiere, genau, ist die Kuhweide hier drüben. Bäume, oh, quadratisch praktisch gut, riesiger Abhang, viel Bäume, ich glaube, ihr könnt, wir gucken mal kurz, Messi Ferguson haben wir am Hof, den alten Steier, den Rotzelmesch. Und das war's. Viel interessanter war gerade. Malen.
ist die Standardpalette. Nee, gar nicht wahr. Ist sie nicht. Ist in Teilen die Standardpalette der Oberon plus Pflastersteine. Ja, Bäume kann man tatsächlich noch setzen. Also so viele sind dann doch nicht gesetzt. Pflanzen ist die Ehrengrad. Ist das hier auch die Ehrengrad? Das sieht mir aus wie die Opinoro. Aber gut. Wie dem auch sei. Also Paletten Standard Plus. Kleines Plus. Jo, wir haben hier quasi einmal die Hauptstraße ringsrum. Hier führt sie längs. Hier haben wir nochmal eine Querverbindung. Wir haben hier Tierhandel von der Erlengrad. Hier fahren die Fahrzeuge auch. Beschilderung teilweise vorhanden. Ja, wir fliegen einfach mal hier über den Ort. Baustelle verbaut. Was haben wir hier? Ist auch eine Verkaufsstelle. Das müsste dann ja jetzt hier sein, richtig? Der Verkaufsmarkt, okay. Bäckerei. Amerikanisch. Oh je. Entschuldigung. Hier da jetzt noch Normen die Häuser dazwischen gebaut. Also nochmal komplett anderer Stil hier auf dem Eck. Aber das sind die Holländerhäuser. Ja. Getreidemühle, da hat er sich dann auch wieder mit Deko was überlegt. Das ist glaube ich dann das Feuerwehrhaus, ne? Hier steht die Zuckerfabrik rum. Ne, Entschuldigung, die Ölmühle. Wir wollen aber viele zum Bäcker. Teich in der Mitte des Dorfes. Ja. Oberon-Katapult nochmal verwendet. Feldeinfahrten oder so habt ihr nicht. Na doch, teilweise. Ja. Okay, was haben wir hier noch? Da ist der Fahrzeughändler. Also er hat teilweise angefangen zu dekorieren. Und teilweise hat er das dann vergessen, komplett sein lassen. Ich weiß es nicht. Da haben wir noch die Spinnerei. Da stehen auch wieder Sachen rum und so. Und dann hast du Ecken auf der Karte, wo überhaupt nichts ist. Müslifabrik, Sägewerk. So, können wir noch dahin springen. Hackschnitzelverkauf. Container als Deko. Die Karte gab es schon für PC. Da waren einige Mods drauf, die nicht auf Konsole gehen. Deswegen hat er das jetzt nochmal überarbeitet. Kann euch nicht hundertprozentig sagen, was da rausgeflogen ist. Okay. Tankstelle. Dann habt ihr hier die 500 kW BGA verbaut. Jetzt haben wir hier noch den Bauernmarkt. Da ist es wieder bayerisch. Ja. Vielleicht hätte er bei einem Stil bleiben sollen. Ne? Wenn man jetzt ein Stückchen rüberfliegt und dann in Holland. Café bzw. das Restaurant. Auch hier wieder mit so einem kleinen Teich. Da schwimmen auch Enten drauf rum. So in Ansätzen ist es ganz hübsch. Das war das Restaurant. Dann haben wir hier noch den Hof. Da waren wir ja. Schreinerei, Zuckerfabrik, Biomasse, Agrarverkauf. Ja, gut. Die Ossjachertal. Hier ist plötzlich auf der Landstraße Spielstraße und dahinter ein 50-Schild. Naja, was macht der Autofahrer? Hält sich an das, was er denkt.
Ja, aber hier ist wieder so ein bisschen zumindest dekoriert. Aber ja, ich merke es an meiner Stimmung. Es kommt keine Freude auf. Es ist doch sehr. Vielleicht mögen es ja einige dann auch sehr einfach. Aber für die, die immer darauf gewartet haben, dass es mal vernünftige österreichische Karten gibt, da wird die Hoffnung bleiben, dass es vielleicht doch irgendwann mal eine gibt. Aber ich glaube, hier wird man nicht glücklich. Ihr vielleicht schon, ich weiß es nicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.